Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich heute wieder einmal hier draußen an der Nordseeküste. Und zwar befinden wir uns hier zwischen Otterndorf und, jetzt habe ich vergessen, wie der andere Ort hieß. Wissen Sie das, wie der Ort heißt, der andere hier? Belum. Genau, da ist dann Belum und in die Richtung ist Otterndorf und Cuxhaven. Genau, dankeschön. Ja, und zwar haben wir hier einen ganz interessanten Spot der Hadler Sagenwelt. Das ist die sogenannte Teufelsbrücke. Ihr könnt jetzt natürlich hier keine Brücke erkennen. Das ist mehr eine große Sandbank und so ein Schlickgebiet, wo dann die Kühe drauf weiden und einige Schafe habe ich vorhin auch schon gesehen. Ja, jedenfalls gibt es dazu eine alte Geschichte, eine alte Sage. Die kann man hier mit dem Smartphone abrufen. Da ist so ein kleiner Scan drauf, so ein QR-Code. Vielleicht könnt ihr den mal erkennen hier, dann könnt ihr das auch selber abrufen. Jedenfalls ist so die grobe Geschichte, dass sich ein Schiffer hier befunden hat, auf der Elbe, auf dem Wasserweg hier, und ist in einen starken Sturm geraten. Und da hat er alle Hoffnungen fahren lassen und dachte schon, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Also hat er, nachdem er Gott um Hilfe gebeten hat und keine Antwort kam, sich an den Teufel gewandt. Und der Teufel ist natürlich immer so eine Sache. Wenn man mit dem einen Vertrag abschließt, dann hat das meistens auch erhebliche Nachteile dann später. Und so hat der Teufel halt seinen Standardvertrag abgeschlossen, indem er, wenn er den Fischer rettet, seine Seele im Anschluss fordert. Ja, und so kam es dann auch. Er brachte den Fischer heile an Land. Er hat also überlebt, konnte wieder zurück zu seinem Liebsten. Und eines Tages stand dann der Teufel vor ihm und hat seinen Lohn eingefordert, also die Seele des Fischers. Der Fischer wollte sich darauf natürlich dann doch nicht einlassen. Er hat sich das anders überlegt und versuchte den Teufel auszutricksen. Und er sagte dem Teufel, ich wette mit dir um meine Seele, dass du es nicht schaffst, hier über diesen Pass hinüberzukommen, trockenen Fußes und wieder zurück zur Elbe. Ja, und der Teufel sagte, das ist ein Kinderspiel, das schaffe ich natürlich, auf jeden Fall, kein Problem. Und hat sich dann auf den Weg gemacht. Doch der listige Fischer hatte eine dicke Ankerkette hier ausgelegt, in der sich der Teufel anschließend verfing. Und so musste der arme Teufel hier sein ganzes restliches Leben fristen, angekettet an dieser Teufelsbrücke und konnte nicht mehr wieder weg. Ja, so geht die Geschichte hier, die kleine Sage von der Teufelsbrücke. Und okay, ich werde jetzt gleich nochmal die Drohne starten und ein paar kleine Detailaufnahmen für euch machen. Wenn euch das Video gefällt, wisst ihr ja Bescheid. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen kleinen Kommentar. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt auch gerne tun. Die Glocke drücken ist immer wichtig, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video.
Spaß weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, und das war dann jetzt auch hier schon wieder mein kleiner Flug am Hadener Sagenweg an der Teufelsbrücke. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Falls ja, weißt du ja Bescheid. Lass mir einen Daumen nach oben da, schreib einen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon. Okay, und dann möchte ich dir wünschen, dass du schön gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute an der Nordseeküste mit der Mini 2. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.